Wer sportlich unterwegs ist, der benötigt auch das passende Outfit. Längst haben die Hersteller diesen Trend erkannt und bieten für jede Sportart und jeden Anwendungsbereich trendige Kleidung und Accessoires, wie die Wintersportmesse ISPO Munich 2012 erneut beweist. Es dürfte eine Binsenweisheit sein, dass neben Indien und Lateinamerika besonders China einer der bedeutenden Wachstumsmärkte ist. Deshalb setzt auch die ISPO auf ihr immer wichtiger werdendes Standbein, die ISPO Beijing. Zur Messe im Reich der Mitte haben sich schon 321 Aussteller angemeldet. Wir sehen das bei der ISPO Beijing, die Jahr für Jahr um 25% wächst, immer mehr Aussteller und Besucher anzieht. Interessanterweise hilft das auch der ISPO Munich. Wir haben einige chinesische Marken, die uns kennengelernt haben mit unserer Messe in China, die jetzt nach München kommen. Und von daher glauben wir, dass sich diese Messe in den nächsten Jahren weiter positiv entwickeln wird. Für asiatische Produzenten war die ISPO schon immer wichtig. Allerdings brechen einige Firmen aus der Anonymität der chinesischen Masse aus und treten mit hohem Qualitätsanspruch stärker in den Vordergrund. Li Ning ist so ein Kandidat. Die Marke, die ihren Kernbereich im Fitness-, Running- und Indoor-Sektor sieht, hat schon einige Kooperationen mit spanischen Fußballern und Basketballern aus der NBA. Grundsätzlich gebe ich Ihnen recht, dass sicherlich chinesische Marken auf dem europäischen Markt immer eher als sehr preisaggressiv und günstig gesehen wurden, auch qualitativ eher etwas minderwertiger. Es gibt eine komplette Trendwende. Wir sehen uns schon eher qualitativ in den Regionen wie Adidas und Nike und haben auch diesen Anspruch für uns, das in Europa entsprechend darzustellen. Ein wichtiger Grund für das neue Selbstbewusstsein und den Erfolg einiger asiatischer Firmen ist die Tatsache, dass globale Marken entstehen, gerade weil die Mitarbeiter beispielsweise nicht nur aus China kommen. Unser Produktionsstandort ist China, aber wir sind ein sehr europäisches, besser internationales Team. Wir haben Leute aus der Schweiz, aus Dänemark, ich bin aus Großbritannien. Chinesische Designer arbeiten auch mit. Wir sind also eine globale Marke, die sich auf vielen Märkten anbieten will. Deshalb sind wir hier auf der Messe. Nicht nur die chinesischen Marken präsentieren sich tougher auf der ISPO, nein, auch umgekehrt setzen europäische Firmen auf das Zugpferd Asien und haben das Ticket für die ISPO Beijing gebucht. Na, mit diesen trendigen Outfits steht der nächsten Skitour oder Wanderung sicherlich nichts im Wege. So viel von uns dann für den Moment. Sie finden natürlich weitere Themen und Trends der ISPO Munich 2012 auch auf unserer Website messelive.tv. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.